Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem GameStar PC Ultimate Radeon 6800 XT für 1299 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Auch hier wieder kurz vorweg, das wurde mir vorgeschlagen von Threepwood bei uns im Videovorschläge-Kanal. Der hat das Ganze hier reingepostet und das schauen wir uns jetzt an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist nicht sonderlich fake, da ist wirklich eine Wasserkühlung drin. Das Gehäuse stimmt auch so, das leuchtet auch so, das passt soweit. Auch der hintere Lüfter, der ist auch beleuchtet. Das ist soweit schon mal ganz okay. Betriebssystem haben wir nicht mit dabei. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700X 8x3400 MHz. Immerhin wird hier schon mal nicht mit dem Turbo-Takt rumgeflext, sondern die haben hier einfach den Basistakt angegeben. Der Turbo kann nämlich 4,6 GHz. Der hat 8 Kerne und 16 Threads, hat eine TDP von 65 Watt und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Der Prozessor ist in Ordnung. Es ist natürlich nicht der aktuellste, müssen wir ganz klar sagen. Das ist genauso, als würdet ihr jetzt die 12. Generation von Intel irgendwie verbauen. Aber das System ist ja jetzt auch nicht sonderlich teuer. Wenn ihr natürlich die aktuellen Sachen haben wollt, müsst ihr auch mehr Geld dafür ausgeben. Das liegt ja schon allein daran, weil die aktuelle AMD-Variante, also die 7000er, alle DDR5 haben wollen, auch dementsprechend DDR5-Boards. Das ist alles sehr, sehr teuer. Deswegen gehen die hier noch auf AM4 bzw. auf die 5000. Tausender Generation von AMD. Aber wie schon gesagt, zum Streamen und Zocken ist da erstmal ausreichend. Ihr dürft da jetzt keine 4090 dranhängen. Also das funktioniert auch, ja. Aber da lauft ihr irgendwann Gefahr, ins Bottleneck zu kommen vom Prozessor, je nachdem, in welcher Auflösung ihr spielt und welches Spiel ihr halt spielt. Und der kostet 179 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine Wasserkühlung und zwar die GameStar Liquid ARGB 240mm Wasserkühlung. Schaut euch mal ganz kurz das Bild hier an. Das ist nichts anderes als eine Deepcool LS520. Hatte ich schon im Test, funktioniert auch mit dem Prozessor. Jetzt denkt man sich natürlich, 65 Watt, muss da eine Wasserkühlung sein? Nein, eigentlich nicht. Aber in dem Gehäuse schon. Zeige ich euch gleich auch warum. Ansonsten ist das eine Top-Wasserkühlung. Für den Preis ist die völlig in Ordnung. Ihr kriegt, glaube ich, für einen 20 mehr oder so schon die 360er. Die hätte aber wiederum nicht ins Gehäuse gepasst. Die reicht schon völlig aus. Und die kostet 98,42 € bei eBay über Alternate. Die Grafikkarte ist eine ASRock Radeon RX 6800 XT und zwar die Phantom Gaming OC. Das wäre dann in dem Fall diese hier. Warum sie da jetzt ein anderes Bild genommen haben, weiß ich nicht, weil die finde ich deutlich schicker als diese schwarze. Andere mögen es auch ohne RGB. Völlig in Ordnung. Ich mag die aber vom Design. Ist ja auch völlig nebensächlich. Die 6800 XT ist jetzt auch nicht die aktuellste Karte, reicht aber für die aktuellen Titel in WQHD und auch in 4K aus. Bei 4K müsst ihr ein bisschen Einschränkung hinnehmen, ne? Also erwartet jetzt nicht, dass ihr irgendwelche AAA-Titel auf volle Möhre ballern könnt. Die hat auf jeden Fall genug Speicher dafür, aber die Leistung lässt dann irgendwann nach. Deswegen müsst ihr halt schauen, was ihr damit zocken wollt. Die meisten zocken eh in WQHD und dafür ist die Karte super gedacht. Den FPS-Test dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 597,99 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF B450 Plus Gaming 2. Wir sind hier bei dem B450-Chipsatz. Das kann man machen mit einem BIOS-Update, dann läuft auch die 5000er-Generation von AMD drauf, so wie wir es hier jetzt auch haben. B550 hätte ich persönlich besser gefunden. Das klingt für mich so ein bisschen wie Resteverwertung, aber es funktioniert halt. Ihr habt jetzt auch nicht die Mega-Vorteile mit einem B550-Chipsatz, es passt halt nur nicht so ganz. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine zweite SSD, hier kommt die Grafikkarte rein. Mit etwas Glück könnt ihr diesen Slot hier noch benutzen, das liegt immer am Kühler der Grafikkarte, ob der das jetzt überdeckt oder nicht. Ansonsten habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für Capture-Cards und WLAN-Karten und ähnliches. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, 2x USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen, der 5700X hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr solltet das Bild sowieso über die Grafikkarte ziehen, sonst habt ihr halt von der Grafikkarte nichts. Netzwerkanschluss haben wir auch noch und einen Flashback-Button auch. Das Board an sich ist okay, das System wird damit funktionieren. Ich hätte mir einfach einen aktuelleren Chipsatz gewünscht, ist aber nicht schlimm. Nach der 5000er kommt eh die 7000er, ist ein anderer Sockel, also völlig peng. Und das kostet 101,58 € bei Galaxus. Der Arbeitsspeicher ist ein 16 GB DDR4 RAM Dual Channel, 2x8 GB, schon mal ganz wichtig, 3200 MHz Kingston Fury Beast. Sie halten sich mit den 3200 MTS natürlich an die Spezifikation von AMD. 3600er hätte ich nicer gefunden, ist jetzt aber nicht schlimm. 16 GB, ja, ich würde euch empfehlen, nehmt 32. Wirklich, die Spiele, die fressen immer mehr. Auch RAM-Speicher, nicht nur VRAM, auch normalen RAM-Speicher. Gerade wenn ihr noch viele Hintergrundprogramme habt. Ihr wollt vielleicht streamen mit dem Ding, OBS läuft noch und so. Deswegen nehmt 32. 16 ist okay in dem Preisbereich.
Ich empfehle es euch einfach nur. Er hat jetzt auch keine schickimicki RGB-Beleuchtung oder so, ist auch nicht immer nötig. Er ist aber sehr zuverlässig, ich habe den schon öfters verbaut, das passt soweit. Und er kostet 35,90 € bei 0815.eu, ansonsten das gleiche bei Notebooks billiger. Keine Ahnung, was das hier für ein Laden ist. Scheinbar in Österreich, also die Österreicher unter euch wissen vielleicht Bescheid. Die Festplatte ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 4.0. Ja, das liest sich schön, sie ist aber so schnell wie eine 3.0er-Karte. SSD Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Sie ist sogar ein bisschen langsamer als eine PCI Express 3.0, weil die erreichen meistens beim Schreiben so 3000 MB die Sekunde. Ist für euch aber egal. Ja, sie hat nur QLC-Speicher. Ich glaube, die hat QLC und TLC, also das sind verschiedene Margen irgendwie im Umlauf. Für einen Gamer reicht das. Ich weiß, viele verteufeln diese SSD, weil sie halt qualitativ nicht so geil ist. Ich sage aber, bei dem Preispunkt, bei dem PC, reicht die völlig aus. 1 TB ist da auch noch in Ordnung. Und die kostet 39,89 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein CSL Infinitus Schwarz Infinity Mirror ARGB-Beleuchtung mit Steuerung, Glas, Seitenteil. Das Ding ist, das ist irgend so ein China-Kracher. Ich habe gelesen, da ist ein Lüfter in der Front und ein Lüfter im Heck. Das heißt, der Airflow ist einigermaßen gegeben. Allerdings haben wir nur Seitenschlitze, also keine Mesh-Front. Ist natürlich auch dem Design geschuldet, weil ihr diesen Infinity Mirror-Effekt da drin habt. Ich bin davon jetzt nicht so begeistert. Ich nehme jetzt als Vergleich das Intertech X908 Infini 2, hat auch so eine Front, auch Seitenschlitze, ist halt preislich gerade so drin, kostet 115 €, ist wahrscheinlich schon zu viel, weil das auch ziemlich groß ist, das andere ist viel kleiner. Nehmen wir einfach als Referenz. Ich kann es euch hier auch nochmal zeigen, also ich bin von dem Ding nicht so überzeugt. Gerade bei den Temperaturen, die wir gerade haben, ja, es ist wieder schweinewarm in meinem Zimmer. Vielleicht sieht man sogar, dass ich ein bisschen schwitze, ist aber auch egal. So ein Gehäuse ist für die Hardware immer so ein bisschen meh. Natürlich ist hier nur ein 5700X drin mit seiner TDP von 65 Watt. Der kann sich auch ein bisschen mehr ziehen, ja. Und die Grafikkarte mit 300 Watt, das funktioniert irgendwo noch. Der ist ja auch wassergekühlt. Aber ja, ich hätte ein anderes Gehäuse genommen. Vielleicht konfiguriert ihr euch das nochmal ein bisschen um. Nehmt vielleicht hier das Helios 250X. Das hat zumindest eine Meshfront und scheinbar auch genug Lüfter. Ist nur ein Tipp. Und wie gesagt, das Gehäuse hier kostet als Referenzwert 115,94 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 700 Watt Boostbox Power Boost. Das ist sogar gelistet bei Geistheil. Es gibt natürlich nur einen Anbieter und das ist dann CSL Computer, weil diese Boostbox-Sachen sind von CSL. Das ist sozusagen die Gaming-Sparte. Das hat gerade mal ein Jahr Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Also das ist nichts Dolles. Ich habe mal da angerufen. Ich habe gefragt. Die wollten mir natürlich nicht verraten, wo sie die Dinger fertigen lassen. Wenn ich persönlich als Hersteller ein Jahr Garantie auf etwas gebe, dann weiß ich, dass das Produkt nicht so geil ist. Die sagten mir zwar am Telefon, wir haben eine ganz, ganz geringe RMA-Quote bei den Netzteilen und so weiter. Gerade 700 Watt sind sehr viel für das System. Das verbraucht vielleicht, wenn es hochkommt, 4 bis 450 Watt. Aber ich würde mir sowas halt privat nicht kaufen. Es ist gelistet, man kann es bei CSL einzeln kaufen, aber ein Produkt, was nur ein Jahr Garantie hat, ist für mich halt durchgefallen. Und das kostet 69,90 € bei cslcomputer.com. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.238,62 €. Das System soll kosten 1.299 €, runtergesetzt von 2.300 € knapp. Oh Gott, also die UVP ist schon mal völliger Quatsch. Man denkt, man macht einen Mega-Schnapper. Nee, dem ist nicht so. Aber der Aufpreis ist okay. Da sind jetzt auch keine groben Schnitzer drin und so. Das mit dem RAM habe ich euch gesagt. Das Gehäuse finde ich eine Katastrophe, aber das muss jeder selber entscheiden. Ich persönlich würde mir das nicht kaufen. Das Netzteil ist auch noch so ein Ding. Aber es ist halt nicht überteuert und passt irgendwo da rein. Das Ding ist einfach, ich habe halt eine Alternative gefunden mit der gleichen Leistung für 200 € weniger. Und zwar haben wir diesen PC hier bei Dubaro. Das ist gerade so ein Aktions-PC. Den habe ich wirklich random gefunden. Ich bin hier oben bei Gaming-PCs unter die AMD Ryzen Gaming-PCs gegangen. Der stand da halt drin, passte von der Config. Und der kostet halt 1.099 €. Wir haben den gleichen Prozessor. Ja, wir haben nur einen Luftkühler. Keine Wasserkühlung, ganz, ganz wichtig. Aber der reicht für den Prozessor aus, weil ich hatte diesen Lüfter auch schon im Test, beziehungsweise den Kühler. Das Mainboard ist schon B550, hat natürlich nicht so viele Anschlüsse wie das B450er Board, ist aber ein aktuellerer Chipsatz. Die Grafikkarte, gut, das ist jetzt eine Überraschungskiste, was ihr da kriegt, also eine 6800 XT wird es auf jeden Fall sein. Ihr wisst aber nicht genau, was ihr bekommt, wie bei dem anderen PC. Arbeitsspeicher haben wir 3600 MHz Fury Beast, auch nur 16 GB. Also die Taktung ist schon mal höher, aber halt die gleiche Speichermenge. Ihr solltet da vielleicht auch auf 32 GB gehen. Es ist auch die gleiche SSD. Wir haben ein 850 Watt Gigabyte Netzteil da drin. Das ist übrigens ein GPU-D850GM. Bevor jetzt jemand irgendwie klingelt da oben im Kopf und sagt, Gigabyte-Netzteile explodieren. Nein, nein, nein.
Es ist einfach so, bei diesem Netzteil haben wir das hier in der Liste, das ist ein B-Plus-Netzteil, beziehungsweise ein B-Tier-Netzteil, je nachdem, was ihr davon nehmt. Die Dinger, die hochgegangen sind, waren die PGM. Wir haben hier die UDGM. Hier steht auch nochmal hinter, den Namen lese ich jetzt nicht vor. Ich wurde letztes Mal gestrikt bei YouTube, also was heißt gestrikt? Mir wurde die Werbewirksamkeit entnommen, weil ich halt einfach das Wort gesagt habe. Deswegen sage ich es jetzt nicht, lese es einfach. Und das Gehäuse ist ein Enamax Starry Night SK30 RGB mit Glasfenster. Hier sieht man auch, hat eine Meshfront, bringt auch diese Lüfter mit, ist vom Airflow bestimmt besser als das andere Case. Jetzt muss ich noch eine Sache sagen, bei der Geistesliste, die ich gleich zeige, der Preis von dem Luftkühler fehlt, weil er aktuell nicht angeboten wird. Realistischer Preis liegt immer so bei 25 Euro, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, rechnen wir gleich noch drauf. Dann wären wir ja auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler mit seinen 25 Euro, müssen wir gleich noch draufrechnen, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.135,42 € wegen diesen 25 Euro und das Teil kostet halt 1,1 knapp. Ihr seid unter Geistesliste, habt die gleiche Leistung wie bei dem anderen PC und seid 200 Euro unter dem anderen PC. Ich möchte dem Teil seine Daseinsberechtigung gar nicht absprechen, aber ich kriege halt für 200 Euro weniger die gleiche Leistung. Das möchte ich damit sagen. Die SSD ist das gleiche, der RAM ist sogar besser, das Mainboard hat einen besseren Chipsatz, hat allerdings nicht so viele Anschlüsse, das Netzteil ist besser. Gut, keine Wasserkühlung drin, ja, bei dem Dubaro-System, aber braucht man bei dem 5700X auch nicht unbedingt. Wie gesagt, ich hatte den getestet auf einem 12700K und der hat geschafft, den kühl zu halten. Also was heißt kühl zu halten? Er war hart an der Grenze, aber er hat es geschafft, den Cinebench 10 Minuten lang durchzustehen und das ist Dauerlast. Ihr macht ja beim Zocken und auch beim Stream keine Dauerlast auf einem 5700X, von daher. Also ihr könnt jetzt damit nicht viel falsch machen, es gab Verbesserungspotenzial bei Dubaro, das System ist besser, ist es günstiger, deswegen überlegt es euch, ist eure Entscheidung, ist euer Geld. Ich sage euch nur, das ist auch vom Aufpreis her okay. Das andere System ist halt günstiger als Geizhals. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.